Herzlich willkommen zur Schulübernachtung vor den Osterferien. Und Hannes geht jetzt ein bisschen rum und macht ein paar Eindrücke hier. Ja. Wir haben übrigens hier gerade eben ein paar Chemievideos noch gedreht. Schwenkt mal so ein bisschen rum. Wir räumen jetzt gerade eben auf. Kamera und alles steht hier noch. Und ja, das muss ich jetzt aufräumen. Und Hannes sorgt jetzt für ein paar coole Eindrücke. Okay, jetzt fühle ich alles mal ein bisschen rum in den einzelnen Zimmern. Das ist der Schulflur, ganz interessant. Das ist der Bioraum, da schlafen wir ein bisschen unordentlich. Ja. Keine Ruhe. Nö, wir sind alle unten. Wenn Martina ihr tolles Fotoshooting macht, dann wollen natürlich alle dabei sein. So, jetzt gehen wir in das nächste Zimmer. Ich hoffe, man kann es überhaupt sehen, weil es ein bisschen dunkel ist. Ah! Oh, das ist heiß! Ja, geil! Hey, was geht ab? Mach schnell das Brat! Ernsthaft? So, jetzt sind wir in der 10-10, mal sehen, wer da so drin ist. Dunkel und romantisch. Wahrscheinlich gucken die einen Film. Soll ich mich umdrehen und mir die Ohren zuhalten, damit ihr euch kriegt? Hier sind nur Dominik und Felix. Bisschen chillig. So, jetzt sind wir in der 10D. Mal sehen, wer da so drin ist. Was die so treiben. Auch einen Film gucken. Aha. Okay, jetzt sind wir in der 10E und gucken wir mal, wer da so drin ist. Okay, Annie, die Lara, Joana und Jana. Nein. Schön eingerichtet habt ihr. Was soll ich sagen? Ja, und dann gehen wir mal weiter. Okay, jetzt sind wir nochmal im Flur unten. Und ja, jetzt zeige ich euch mal so, was wir so machen mit der Fotosession. Was Martina alles organisiert. Ganz professionell natürlich, hier steckt eh die größte Party. Was man leider schon hört. Ja, vorhin haben wir natürlich auch noch gegrillt, wir mussten ja irgendwas essen. Und einige haben noch gekocht in der Küche. Wir waren jetzt nicht so schlau, das auch noch zu filmen, weil wir wollten euch ja jetzt nicht so neidisch machen. Und ja, das war's mit unserer Schulübernachtung 2015.